Was zuletzt geschah. Ohne Erinnerung und ohne Orientierung erwachte Feurigel in einer Höhle inmitten eines verschneiten Berges. Um etwas über seine Vergangenheit zu erfahren, entschied er sich, ein Dorf zu suchen. Seine erste Begegnung verlief jedoch nicht positiv. Unser alter Bekannter Darkrai war auf dem Berg auf der Suche nach Günther und war fest überzeugt, dass Feurigel seinen Aufenthaltsort kenne. Doch bevor Schlimmeres geschehen konnte, rettete Lord Ecke Feurigel. Doch auch er glaubt nun, dass Feurigel etwas über Günther weiß. Und auch wenn er bereit war, ihn nach Silberdorf zu bringen, hat er klargemacht, dass er alles tun wird, um die Wahrheit zu erfahren. Kapitel 2 Geduld. Die restliche Reise verlief etwa so, wie man es sich nach dem Gespräch zwischen mir und Lord Ecke hätte denken können. Wir beide vermieden möglichst jedes Gespräch. Glücklicherweise dauerte die Reise nicht mehr sonderlich lange, wie er mir bereits angekündigt hatte. Wenige Stunden nach unserem Aufbruch an diesem Tag konnte ich in der Ferne erste Häuser erkennen. Eines von ihnen ragte relativ deutlich über den anderen hinaus. Das ist Silberdorf. Komm mit. Wir kamen nach kurzer Zeit auf einem relativ großen Platz im Zentrum des Dorfes an. Am Rande des Platzes befand sich der Aufgang zu einem Hügel. Ein paar Pokémon waren bereits versammelt. Ich erkannte keines von ihnen. Weder als Person, noch als Spezies. Eines von ihnen entdeckte uns nahezu sofort und trat auf Lord Ecke zu. Gut, dass du zurück bist, Lord Ecke. Hattest du Erfolg? Offenbar lebte das Vulpix seine unfassbar gute Laune nicht nur gegenüber mir aus. Sehe ich so aus, nur Darkrai habe ich gefunden. Ein weiteres Pokémon gesellte sich zu uns. Es sah dem ersten sehr ähnlich, nur hatte es eine andere Farbe. Trapdad war auch wieder sein Unwesen, als ob wir nicht genug Probleme hätten. Bezüglich Günther gibt's bei dir auch nichts Neues, wie ich vermute, richtig? Ja, nein, frag doch den Kerl da, der kann's dir erklären. Er zeigte auf mich. Zum ersten Mal schienen die Pokémon auf dem Platz mich wirklich zu bemerken. Es kamen noch einige andere Pokémon zu unserer kleinen Runde hinzu. 5 weitere, um genau zu sein. Wer bist du denn? Fragte mich das wohl kleinste der Pokémon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich denke, ihr könnt mich Feurigel nennen. Du hast keine Ahnung? Wie kann das sein? Bevor ich antworten konnte, übernahm Lord Ecke das Wort. Er behauptet hartnäckig, einen Gedächtnisverlust zu haben, seit ich ihn vor Darkrai gerettet habe. Auch wenn es offensichtlich ist, dass er lügt. Alle sahen mich etwas verwirrt an. Das Pokémon, welches zuerst hinzugestoßen war, hinterfragte Lord Ecke. Wieso denkst du denn, dass er lügt? Darkrai hat versucht, ihm zu entlocken, wo Günther ist. Wir kennen alle Darkrai. Wenn er sich sicher ist, dass der Karl weiß, wo Günther ist, dann ist es so. Und trotzdem weigert er sich, es mir zu erzählen. Zu meinem Glück schienen die anderen Pokémon nicht so überzeugt von dieser Aussage wie Lord Ecke selbst. Das kannst du nicht einfach so sagen. Und wenn er wirklich einen Gedächtnisverlust hat, dann müssen wir ihm helfen. Lord Ecke wirkte nicht begeistert. Ihm helfen? Haben wir etwa noch nicht genug Probleme? Ein Pokémon, welches sich bisher rausgehalten hatte, meldete sich zu Wort. Es wirkte deutlich jünger als Lord Ecke. Aber er kann nichts dafür. Wir müssen ihm trotzdem helfen. Habe ich dich gefragt? Du hast hier kein Mitspracherecht. Ohne ein weiteres Wort stapfte er wütend davon. Einen Moment lang waren alle still, dann atmete das rote Pokémon vom Anfang schwer ein. Bitte entschuldige, Lord Ecke. Er ist offensichtlich einfach von der Situation überfordert. Macht nix. Danke für die Hilfe. Also, wenn du ein Gedächtnis verloren hast, denke ich, du solltest erstmal in Silberdorf bleiben. Es stehen 2 Häuser frei. Eines von ihnen könntest du bewohnen. Wieder schaltete sich ein neues Pokémon dazu. Sollten wir uns nicht irgendwie erst vorstellen oder sowas? Ich glaube, wir sind hier gerade ziemlich unfreundlich. Ich bin Eevee. Begann das kleine Pokémon,
ein Evoli, wie ich heute weiß. Das blaue Pokémon setzte fort. Ja, da hast du wohl recht. Mein Name ist Latios. Sein rotes Gegenstück war als nächstes an der Reihe. Ich bin seine Schwester. Latias ist mein Name. Als nächstes sprach ein blaues Pokémon, das sich vorher nicht eingemischt hatte. Ich bin Hydropi, freut mich sehr. Das kleine Pokémon, das nach meinem Namen gefragt hatte, setzte fort. Ich bin Seemops. Das zweite Pokémon, das sich komplett aus dem Gespräch herausgehalten hatte, folgte. Mein Name ist Chillast. Auf eine gute Zusammenarbeit. Den Abschluss machte das Pokémon, das bereits von Lord Ecke beleidigt wurde. Mein Name ist Bulbi. Sie wirkte etwas traurig, als sie sprach. Also, ich kann mich schlecht vorstellen. Wie gesagt, nenn mich einfach Feuriegel. Kein Problem, Feuriegel. Du kannst so lange bleiben, wie du möchtest. Sobald wir unser derzeitiges Problem gelöst haben, können wir dir mit deinem Gedächtnis helfen. Ich war ziemlich froh und gerührt, dass diese Pokémon mir so bedingungslos helfen wollten. Ich fühlte mich etwas schlecht deswegen. Latias zeigte mir das Haus, in dem ich wohnen konnte. Als wir ankamen, fragte ich sie, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mich revanchieren kann? Latias schien ziemlich überrascht. Danke für das Angebot, aber ich denke, du solltest dich erst einmal auf dich konzentrieren. Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht, weshalb genau, doch ich wollte mich mit dieser Antwort nicht zufrieden geben. Es fühlte sich einfach ungerecht an. Nein, es ist nicht fair, dass ihr euch auch noch um meine Probleme kümmert. Ich möchte euch helfen. Danke, aber wie gesagt, gibt es keinen Grund dazu. Warum nicht? Eure Unterhaltung vorhin hat anders geklungen. Latias sah mich etwas wütend an, also änderte ich meinen Ton wieder. Bitte, ich will mich doch nur revanchieren. Ich möchte euch bei eurem Problem helfen. Sie atmete kurz durch. Ich werde es mit den anderen besprechen. Ich verbrachte die nächsten Stunden damit, mich etwas heimisch zu machen und mich genauer in Silberdorf umzusehen. Bei Sonnenuntergang kam Latias zu meinem derzeitigen Haus, um mich zu holen. Komm auf den Hügel, wir müssen etwas besprechen. Als wir auf dem Hügel ankamen, waren dort schon die anderen Pokémon der Gruppe versammelt. Auch Lord Ecke war offensichtlich wieder da. Neben Latias war noch ein Platz frei. Setz dich, Feuriegel. Ich nahm Platz, direkt zwischen ihr und Bulbi, dass ich so weit weg wie möglich von Lord Ecke, der mir verächtliche Blicke zuwarf, wegsaß, hielt ich nicht für einen Zufall. Latias kam schnell zum Punkt. Also Feuriegel, du hast mir vorhin erzählt, du würdest uns unbedingt bei unserem Problem helfen wollen. Also habe ich mich einige Zeit mit unseren Freunden beraten. Wir waren uns alle relativ uneinig, aber letztendlich haben wir uns dafür entschieden, dir eine Chance zu geben. Ivy unterbrach Latias. Eigentlich hat am Ende Bulbi ihr Veto eingelegt und genau deswegen bist du hier. Latias schien etwas verlegen, aber stimmte zu. Ja, so kann man das wohl auch sagen. Aber ich halte es auch für zu riskant. Und ich halte es immer noch für bescheuert, dass gerade die Kleine ein Vetorecht hatte. Wenn es nach mir ginge, hätte sie gar kein Mitspracherecht in dieser Diskussion haben sollen. Sie ist parteiisch. Lord Ecke lag offenbar sehr viel daran, gute Laune zu verbreiten. Das Bisasam, Bulbi, sagte zum ersten Mal, seit ich es zum ersten Mal gesehen hatte, wirklich etwas. Du etwa nicht? Du bist mindestens so parteiisch wie ich. Nur weil ich nicht deiner Meinung bin, heißt das nicht, dass ich kein Mitspracherecht habe. Und du weißt auch, warum ich in diesem Fall ein Veto hatte. Zum ersten Mal mischte ich mich wirklich ein. Ich aber nicht. Worum geht es denn überhaupt? Lord Ecke setzte schon an, mich zuzutexten. Aber er wurde von Chillast unterbrochen. Diese Situation sollte besser Bulbi erklären, nicht du. Lord Ecke wirkte, was mich nicht überraschte. Beleidigt, war jedoch danach ruhig.
Bulbi begann mir das Problem zu schildern. Also, du musst wissen, eigentlich sind wir nicht zu acht in dieser Gruppe wie im Moment, sondern zu neunt, dich jetzt nicht mit einberechnet. Aber vor ungefähr einem Monat ist unser neuntes Gruppenmitglied verschwunden. Sein Name ist Shinux. Lord Ecke schien offensichtlich nicht sonderlich lange durchzuhalten, was das Stillsein anging. Verschwunden nennst du das? Der Kerl ist nicht verschwunden, der ist geflohen. Das behauptest du, woher weißt du das denn so genau? Weil es in Silberdorf zufällig keine Elektro-Pokémon außer ihm gibt, die zufällig in der Nacht verschwinden, in der der Wald beginnt zu brennen. Und die noch dazu Fußabdrücke hinterlassen haben? Und ein Baum, der offensichtlich in einer sternklaren Nacht vom Blitz getroffen wurde. Einen Moment sagte Bulbi nix. So leid es mir tut, aber er hat recht, was das angeht. Er hat auf jeden Fall einen Punkt. Latias hielt es für das Beste, die Erklärung selbst fortzusetzen. Also wie gesagt, Shinux ist weg, egal ob geflohen oder verschwunden. Und wir suchen ihn seitdem. Wir erhalten manchmal Zeugenberichte, die ihn gesehen haben wollen. Aber wir haben ihn nie zu Gesicht bekommen. Wir wissen nicht, was genau passiert ist, ob er den Baum in Brand gesteckt hat und wenn ja, weshalb. Ein weiteres Mal riss Lord Ecke das Wort an sich. Red keinen Schwachsinn. Wir alle wissen, dass er es war und wir wissen auch, warum. Einmal Nick Schosma, immer Nick Schosma. Ihr hättet ihn niemals retten sollen. Jetzt sei doch endlich still, du hast keine Ahnung. Er hat uns allen das Leben gerettet. Ohne ihn wäre eure Welt verloren. Das ändert nix. Vielleicht war er einmal jemand anderes, aber das in ihm, was Nick Schosma ist, hat wieder die Überhand übernommen. Es war klar und ihr habt es ignoriert. Verstehst du denn überhaupt, was du redest? Das, was von ihm in Nick Schosma ist, ist verschwunden, nachdem er euch gerettet hatte. Du willst es nur nicht verstehen. Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, fuhr Latias mit ihrer Erklärung fort. Du musst wissen, Shinux war ursprünglich die Reinkarnation eines Pokémon, das uns einmal verraten hatte. Nick Schosma. Nachdem dieser als Sklave der Finsternis gefallen ist, hat Darkrai ihm ein neues Leben gegeben. Seine alte Seele ohne Erinnerung in einen neuen Körper in einer neuen Welt. Und die Eigenschaften, die an ihm Nick Schosma waren, sind verloren gegangen, als Shinux den dunklen Rächer bekämpft hat, um diese Welt wieder zu beleben. Und wegen der ganzen Nick Schosma-Sache sind wir uns auch innerhalb des Teams nicht ganz einig, was wirklich geschehen ist. Und dementsprechend auch nicht, wie wir mit Shinux umgehen sollen, sollten wir ihn finden. Wenn du uns helfen möchtest, dann kannst du uns bei der Suche unterstützen und versuchen herauszufinden, was wirklich hinter allem steckt. Ich verstand zwar einiges noch nicht, aber das grundsätzliche Ziel schon. Und ich würde definitiv helfen. Ich bin dabei, ich werde euch helfen, ihn zu finden. Versuch doch lieber erstmal deine Erinnerung zu finden. Oder hast du die etwa gar nicht verloren? Es war bereits nach einem Nachmittag in Silberdorf kein Geheimnis für mich, wer an diesem Ort die Stimmungskanone war. Doch, aber sie ist unwichtig im Vergleich dazu. Ich kann selber heraushören, dass, egal wie es wirklich ist, vielleicht Leben auf dem Spiel stehen. Und ich kann auch ohne Erinnerung leben. Lord Ecke schien nicht einmal sonderlich wütend. Er stand einfach auf und ging. Im Gehen sagte er, wenn du meinst, dann sei es so. Aber überleg dir gut, auf wessen Seite du dich stellst. Sonst kannst du es bereuen. Wieder kehrte nach seinem Abgang ein Moment Stille ein. Ivy war diejenige, die sie anschließend durchbrach. Was hat der Typ eigentlich für Probleme? Latias atmete wieder einmal tief durch. Er verhält sich unmöglich, das ist wahr. Doch irgendwo verstehe ich ihn. Er möchte einfach nur Günther wiedersehen, aber es passiert einfach so viel anderes. Bulbi sprach mich an. Und du, Feuerriegel, was wirst du tun? Glaubst du auch, dass Shinux wirklich schuldig ist? Wirklich lange nachdenken musste ich für meine Antwort nicht. Ich glaube immer an die Unschuld anderer, solange niemand das Gegenteil beweisen kann. Außerdem stelle ich mich nicht freiwillig auf Lord Eckes Seite. Diesen Sieg gönne ich ihm nicht. Zum ersten Mal, seit ich angekommen war, sah ich Bulbi lächeln. Danke, ich wusste, du würdest auf meiner Seite sein. Deswegen wollte ich, dass du dabei bist. Stimmt, zwei Sachen wollte ich noch fragen. Einerseits, wie kann es sein, dass ihr alle so unterschiedlich alt seid? Und weshalb genau hattest du jetzt das Vetorecht in dieser Sache, Bulbi? Ich, Chelast, Ivy, Seemops und Shinux kommen ursprünglich aus einer anderen Welt. Wir waren eine Gruppe, deswegen sind wir alle etwa gleich alt. Am Ende sind wir hier in dieser Welt gelandet und leben seitdem zusammen hier.
zusammen mit Latias, Latios, Lotecke und Hydropi, die alle aus dieser Welt stammen. Ich denke, ich verstehe. Du und Shinnok wart gute Freunde, nicht? Deswegen haben dir die anderen auch die letzte Wahl gelassen, da das Problem ihn betrifft. Sie lief etwas rot an, bevor sie antwortete. Naja, fast. Shinnok ist für mich mehr als nur ein Freund. Er ist mein Partner. Wir haben seit Jahren alles zusammen durchgestanden. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Keine Sorge, ich werde dir helfen, seine Unschuld zu beweisen und ihn zu finden. Ich sah mich um. Alle anderen, die sich noch hier befanden, sahen mich relativ zufrieden an. Ich merkte bereits, als Latias sagte, das Team sei sich nicht einig, hieß übersetzt so viel wie Lord Ecke stellt sich mal wieder gegen den Rest. Somit war es entschieden. Und am nächsten Tag würde meine Suche beginnen.